bin kein aufbrausender Mensch, ich bin nicht temperamentvoll. Klar, wenn es angebracht ist, ohne Frage. Also ich kann auch von jetzt auf gleich explodieren, so wie es der Sport halt fordert. Aber meistens bin ich der, wenn sich alle anderen aufregen, dass ich sage, du, fahr dich erstmal runter, das wird schon, das kriegen wir schon hin. Er trägt einen großen Namen, denn er ist ein Harting. Ein Werfertyp auf 205 cm Körpergröße. 2007 entscheidet er sich für den Sport, kommt aus Cottbus nach Berlin, findet hier seine neue Heimat und qualifiziert sich 2013 für die WM in Moskau. Er fühlt sich wohl in der Hauptstadt. Ich sehe Cottbus oder den Spreewald, wo meine Eltern herkommen, meine Großeltern herkommen, zwar irgendwo ein Stück weit als Heimat an, natürlich, da liegen die Wurzeln, aber meine Heimat, das ist und bleibt in Berlin. Christoph Harting ist schwer in Schemata zu pressen. Mit Ausrüstern arbeitet er lieber auf Vertrauensbasis statt mit Verträgen und fährt Motorrad. Nach der Trainingseinheit kann es dann auch schon mal ein Döner sein. Natürlich ist es einfacher, irgendwo hinzugehen und mal 3,50 Euro für einen Döner zu bezahlen, als sich selbst in die Küche zu stellen und selber Essen zu kochen. Kohlenhydrate sind gegeben, Fette sind gegeben, es ist Eiweiß gegeben, Salat, natürlich Vitamine. Das geht schnell, ist billig und ist einfach. Der 24-Jährige möchte bei der WM 2015 in Peking antreten. Er geht gern neue Wege, lässt sich besonders diese Saison auf Veränderungen. Der Trainerwechsel von Werner Goldmann zu Thorsten Schmidt hat natürlich allgemein schon Technikumbruch gebracht. Und da ich schon immer springen wollte, haben wir die Möglichkeit jetzt einfach genutzt und gesagt, okay, lass uns das mal probieren. Olympiasieger, Welt- und Europameister. Robert Harting kennt jeder. Für den 6 Jahre jüngeren Bruder Christoph war das nicht immer leicht. Es spielte keine Rolle, wo ich hinkam. Ich war neu in Berlin und hi und ach und du bist doch der kleine Bruder von und guck mal, was dein Bruder jetzt erreicht hat. Ich denke aber, wenn ich selber erfolgreich werde, auch dieser Punkt des Vergleiches immer kleiner wird. Der deutsche Jugendmeister von 2012 macht seine Ausbildung bei der Bundespolizei. Außerdem ist er gerade zu seiner Lebensgefährtin gezogen. Privat angekommen, aber immer noch auf der Suche nach dem perfekten Wurf. Der perfekte Wurf ist, wenn du nichts merkst. Wenn du nicht weißt, was du gemacht hast. Wenn du nicht weißt, wie sich der Wurf angefühlt hat. Es gab schon Würfe, wo ich relativ wenig gemerkt habe. Aber den perfekten Wurf hatte ich noch nicht. Christoph Harting, der Sportler vom SCC mit großem Namen. Wann der perfekte Wurf fällt und die Weltspitze erreicht wird, ist unklar. Sicher ist nur, er wird sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.